willkommen zu unserem neuen Video. Heute habe ich euch jemand ganz Besonderes mitgebracht und wir erzählen heute einfach mal ein bisschen über den Michael. Herzlich willkommen. Hallo. Erzähl doch mal, wie waren deine Erfolge bei uns und was hat dich so bewegt? Ja, also ich habe im Sommer 2016 hier angefangen, bin mit 166,5 Kilo hergekommen und war halt gesundheitlich angeschlagen, habe mich nicht mehr wohl gefühlt und musste irgendwas tun. Und die Idee war Sport. Sport hilft immer. Erste Idee war tatsächlich Sport. Also habe ich hier angerufen, Termin vereinbart, habe so einen Check gemacht, so einen Gesundheitscheck. Und da haben sich tatsächlich meine gesundheitlichen Probleme auch bestätigt. Das Gewicht auch leider. Und dann habe ich das erste Training gehabt und bin dann fast gestorben. Es war furchtbar. Aber ich hatte den Willen, was zu tun und habe dann erstmal 2 Wochen hier trainiert, habe während meiner Trainingszeit von eurer Stoffwechselkur hier erfahren. Die hat mich durchaus interessiert. Ich war nur ein bisschen abgeschreckt von den 500 Kalorien. Das war wenig. Ja. Aber dann gab es tatsächlich auch eine Infoveranstaltung, die ich dann besucht habe. Und da wurde das Ganze mal ein bisschen erklärt. Und das hörte sich für mich schlüssig an. Und ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Gab es für dich irgendwie einen speziellen Moment oder irgendwie einen Auslöser, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich anfangen, irgendwas zu tun, was zu verändern? Tatsächlich ja. Ich habe von einem Kollegen ein Bild geschickt bekommen, das im Juni 2016 bei einer Sportveranstaltung von meinem Arbeitgeber aufgenommen wurde, am Fußballplatz. Ich habe allerdings nicht gespielt, sondern war nur Zuschauer. Und als ich das Bild gesehen habe, da ist mir ganz komisch geworden, weil da habe ich gedacht, das bin ich nicht. Na, hast du vorher gar nicht gemerkt? Nee, ich habe mich ja immer irgendwie, habe immer geguckt, dass ich nicht auf Bildern drauf bin, wenn dann nur das Gesicht oder der Kopf, ja. Aber das war tatsächlich so ein Ganzkörperbild. Mhm. Und da war ich echt geschockt. Da habe ich gedacht, sehe ich so aus? Weil im Spiegel sieht man das nicht so. Und ich habe auch tatsächlich keine Ganzkörperspiegel daheim, sondern immer nur so Kopf und so, was man halt so im Bad hat. Da war ich echt geschockt und da habe ich gedacht, ich muss was tun. Also ich hatte ja schon gesundheitliche Probleme. Ich habe Bluthochdruck, Gicht, ich habe massig Tabletten genommen. Also allein für den Bluthochdruck 5 Tabletten am Tag, okay. 2 Tabletten für Gicht. Und war also in meinem Leben massiv eingeschränkt eigentlich, was mir vorher aber alles gar nicht so bewusst war. Aber dieses Bild, das war wirklich so, das war so ein Hammer auf den Kopf und da war klar, ich muss was tun. Hast du vorher schon was getan, diätmäßig, Ernährungsumstellung oder war es dann wirklich so der direkte Schritt ins Fitnessstudio? Also die letzten paar Jahre habe ich tatsächlich nichts gemacht, ganz früher mal, ja, aber das ist ewig her, keine Ahnung. 15, 20 Jahre. Es war tatsächlich so, ich habe eine Anzeige von Bella Vitalis in der Rheinpfalz gesehen. Mhm. Da stand, Sie wollen abnehmen? Fragezeichen. Und ich hatte Urlaub und habe gesagt, ja, ich rufe jetzt einfach mal an. Angerufen, 3 Tage später habe ich einen Termin gehabt für ein Gespräch. Mhm. Das war dann vorne, einfach nur mal, was kostet es und wie sieht es aus. Dann sind wir durchs Studio gelaufen. Ich kannte auch Fitnessstudios von ferner Vergangenheit schon, also ich habe früher schon mal trainiert. Von daher war es nicht ganz neu, aber hat sich doch schon einiges verändert im Vergleich zu damals. Und ja, ich fand es schön hier, war angenehm, war hell, groß, war nicht viel los zu dem Zeitpunkt. War ein positiver Eindruck und ich habe dann die Unterlagen mitgekriegt und habe dann im Prinzip daheim unterschrieben und gesagt, ich muss jetzt Nägel mit Köpfen machen, wenn ich jetzt noch anfange, hier 20 Fitnessstudios durchzugucken und dann kriege ich es doch wieder nicht hin. Also Nägel mit Köpfen gemacht, unterschrieben, Termin vereinbart für den Check, gewogen 166,5 Kilo. Da ist mir tatsächlich schlecht geworden, weil ich hatte keine warst Waage du nicht da. Mehr? Du warst schon länger nicht mehr auf der Waage. Komplett verdrängt. Das letzte Gewicht, an das ich mich tatsächlich erinnern kann, waren irgendwo 120 Kilo. Okay, ja, das war schon viel, genau. Aber kein Vergleich zu dem. Also 166,5 Kilo war wirklich, oh, da ist es kurz echt übel geworden.
Und du warst ja aber trotzdem in ärztlicher Behandlung. Also du hast ja trotzdem durch die Tabletten irgendwie, aber da war auch nie... Was hat meine Ärztin gesagt? Sie müssen abnehmen. Ich sag, ja, ja, klar. Das Problem ist, es muss im Kopf Klick machen. Ja. Da muss ein Schalter umgelegt werden. Man muss es für sich selbst verinnerlichen, dass man das tun muss. Und ich meine, ich habe zwei Kinder, ja. Und irgendwo war dann halt die Sache, das sind jetzt beide Teenager, aber ich würde es schon gerne aufwachsen und älter werden sehen und vielleicht auch irgendwann mal Enkelkinder sehen. Ja, okay. Und wenn ich so weitermache, dann kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Und ja, aber auch dieses Visuelle, dieses Bild, ich war einfach so weit, ich musste was tun. Also habe ich dann am 1.8.2016 hier mein erstes Training gehabt. Sehr gut. Und es war sehr erfolgreich, müssen wir sagen. Ja, das erste Training noch nicht. Okay. Ja, ich glaube, das erste Training ist oft erstmal so, die Tage danach sind nicht ganz so schön, ne? Ich konnte 3 Tage nicht laufen. Ich war tatsächlich krankgeschrieben, weil ich nicht laufen konnte. Ich konnte Dein Körper mich war nicht halt bewegen. Nicht mehr gewohnt, ne? Dein Körper war wahrscheinlich gar nichts mehr gewohnt. Ich war völlig am Ende. Okay. Völlig. Aber umso besser geht's dir jetzt, ne? Ja. Ja. Das ist sehr gut. Wie ist dann weitergegangen? Wann hast du mit der Stoffwechselkur angefangen und wie ist es gelaufen? Also mit der Stoffwechselkur habe ich glaube Ende August angefangen. Mhm. War dann das erste Mal dienstags hier zu so einem Treffen, wo man das dann auch nochmal, wo ich das Paket überreicht gekriegt habe mit den ganzen Zubehörsachen, mit dem Heft und wo mir das auch alles wunderbar erklärt wurde nochmal. Auch so ein bisschen die Hintergründe, was passiert da überhaupt in der Stoffwechselkur und warum passiert das. Und dann habe ich mich da reingehängt, beziehungsweise ich habe nicht mehr viel gegessen, weil viel ist es dann erstmal nicht. Also wenn man so große Mengen vorher gewohnt ist, aber ich muss sagen, nach 3-4 Tagen war das echt locker. Also ich hätte es nie gedacht, tatsächlich nie gedacht, aber 500 Kalorien, damit wird man satt. Das ist Hammer. Sehr gut. Du hast dich dann halt auch ein bisschen mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Ja. Sehr intensiv sogar, ja. Gut, aber daraus hat ja dann alles die weiteren Erfolge resultiert. Genau. Du hast deine Ernährung komplett geändert. Ja, also ich habe im Anschluss an die Stoffwechselkur bei euch noch diesen Ernährungskurs gemacht. Mhm. Einfach weil es mich interessiert hat. Ich hatte jetzt so ein Anfangsinteresse an Ernährung tatsächlich gekriegt. Habe dann den Ernährungskurs gemacht und habe mich dann aber auch noch ein bisschen weiter in Richtung der Ernährung der Stoffwechselkur informiert und weitergebildet und bin so dann quasi bei meiner jetzigen Ernährungsform gelandet. Ich ernähre mich ketogen. Sehr spannendes Thema, ist nämlich gar nicht so typisch, ne? Also ist vor allem halt auch erstmal eine Umstellung. Du hast wahrscheinlich wirklich erstmal die Kohlenhydrate komplett aus dem Speiseplan gestrichen, oder wie war das? Aber das hatte ich ja schon in der Stoffwechselkur. Genau. Und das heißt, der Übergang von der Stoffwechselkur in die ketogene Ernährung war für mich fließend. Das war super. Ich musste eigentlich nur noch Fette zupacken. Mhm. Und dann war das für mich super. Also ich hatte keinen Übergang mehr, sondern die Kohlenhydrate waren ja eh weg, weil sie bei der Stoffwechselkur ja auch nicht dabei sind. Mhm. Und dann habe ich einfach das Fett hochgeschraubt. Und so lebe ich jetzt. Und was die ketogene Ernährung ist, erkläre ich euch im nächsten Video. Ganz spannendes Thema. Und Michael, wie viel hast du denn überhaupt abgenommen in der Stoffwechselkur? Also insgesamt habe ich abgenommen, das maximale Gewicht, das ich verloren habe, waren 76,5 Kilo. Mittlerweile wiege ich wieder ein bisschen mehr, was einfach daran liegt, dass ich recht intensiv Training mache. Sieht man immer ganz gut, ja. Und ich einfach ein bisschen Muskelmasse zugelegt habe. Also ich wiege mich tatsächlich nur noch sehr selten. Gut. Weil ich einfach auf meinen Hosenbund höre und wenn es mich interessiert, messe ich tatsächlich. Das ist viel spannender als wiegen, weil da viele Schwankungen drin sind. Ja. Ich glaube, bei euch Frauen ist es noch viel schlimmer. Noch schlimmer. Und ich glaube, im Moment wiege ich so um die 97, 98 Kilo. Und du fühlst dich wohl? Ja, ich fühle mich super.
Was hat sich sonst vom Gefühl her noch verändert, von deinen Tabletten her, von deiner Gesundheit? Alles. Ich bin komplett medikamentenfrei. Mhm. Ich habe keinen Bluthochdruck mehr, ich habe keine Gicht mehr. Meine Blutwerte sind alle komplett im grünen Bereich. Ich hatte früher extrem hohe Entzündungswerte, die sind super. Ja, ich bin fitter, ja, logischerweise. Ich brauche weniger Schlaf. Das ist spannend. Also ich bin früher zwischen 7 und 8 Uhr aufgestanden und dann irgendwann zur Arbeit gegangen. Mittlerweile stehe ich um 5 Uhr auf, weil ich einfach fit, einfach fitter ausgeschlafen bin, ja. Einfach. Ja. Mir geht es einfach besser. Ich kann mit meinen Kindern was unternehmen. Ich war letztes Jahr im Sommer das erste Mal klettern im Kletterpark. Das war ein Riesenerlebnis für mich. Das war so krass, weil ich sowas noch nie gemacht habe in meinem Leben. Und ich kann Klamotten kaufen in jedem Laden, was ich früher nicht konnte. Also früher gab es für mich zwei Möglichkeiten, Klamotten zu kaufen. Entweder über Größenläden oder irgendwo im Internet. Ich hatte am Schluss T-Shirts der Größe 5XL. Und jetzt trage ich L. Ich glaube, das ist allein schon... Ja, das sagt alles aus. Ja. Und es ist halt auch vom Körper her, ne? Du hast zwar trotzdem viel Gewicht, aber man sieht auch, also alles Muskelmasse, ne? Also auch von deinem Training her, wenn man dich trainieren sieht, wie trainierst du? Also ich trainiere ausschließlich Krafttraining. Mhm. Cardio mache ich keins. Allerdings ziemlich intensiv und auch kurzen Intervallen. Ich nutze spannenderweise immer noch den Zirkel. Genau richtig. Wofür mich bestimmt der eine oder andere belächelt. Aber ich finde den super, weil ich auch exzentrisch trainieren kann damit. Also ich kann die Gegengewichte größer einstellen, das finde ich klasse. Und mir macht Spaß, mir gefällt es. Ich komme dreimal die Woche her für 2 Stunden. Und power mich da aus und das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man dann unter der Dusche steht und ja, glücklich ist. Was hältst du davon, wenn wir einfach mal dein Training zusammen durchgehen das nächste Mal und für alle filmen? Ja, warum nicht? Komm mal, gerne. Sehr gut. Thema. Michael, was möchtest du den Menschen, die an dem Punkt sind, an dem du hier gestartet hast, mitgeben? Ich kann nur sagen, hört in euch selbst mal rein. Hört auf die Leute um euch rum, guckt euch selber mal an und nehmt euch richtig wahr und überlegt mal, was ihr alles verpasst. Weil ich habe, glaube ich, die letzten paar Jahre sehr viel verpasst. Und das ist schwierig oder fast unmöglich wieder aufzuholen. Und denkt an eure Gesundheit, weil das ist das Wertvollste. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also wenn du loslegen möchtest, wenn du was verändern möchtest, dann starte jetzt. In unserem nächsten Video sehen wir uns zusammen mit Michael sein Training an. Und in Zukunft gibt es noch ein paar Videos mit erfolgreichen Mitgliedern. Und dann starten wir ins Training mit mir. Bis demnächst.